Morgen. Morgen. Wir sind schon ein bisschen am Weg heute. Ein bisschen später, aber... Ja, eigentlich sind wir früh gestartet. Und ja, da bist du es wieder auch gesagt, wie du siehst, das sollte halt eigentlich viel besser ausschauen. Gestartet sind wir wieder so am Brenner. Im Regen teilweise noch. Deswegen haben wir noch kein Video gemacht. Deswegen habe ich immer mehr ausgesucht. Leibe halt. Haben wir schon, ja. Ja, und jetzt hier im Obernberg. Und für uns geht es aus Gestreinjech auf. Das ist, wie oft ist jetzt da hinten oder hinten? Und zurück auf die Triberlaunhütten, auf die Tiroler Seite. Und dann zurück zum Auto wieder, so ist der Plan. Wir haben ein bisschen mehr im Bock halt, Kamaschen. Was sind die Socken? Ja. Ja. Schauen wir, was weil wir machen. Es ist ja nicht so ohne gewesen, der Schnee war. Und ich war jetzt auch nicht da drin, man sieht, die Berge sind schon ein bisschen hochgeschnitten. Ja, da haben wir uns kurz gestärkt und machen das zweite Mal das Video, weil unser GoPro hängt sich immer auf. Keine Ahnung, was gehört, ich war schon immer. Das heißt, alt. Wird alt, ja. Genau. Old but gold. Gold trifft dann immer dazu. Genau, wir fahren da jetzt ganz um Streinjöche. Möglich war das gewesen, auch mit der hohen Turmbahn. Verstehe auch aus. Hätte man noch einen Trail mitnehmen können. Und ja, bei uns geht es jetzt auf. Also. Wir drehen jetzt einmal. Machen wir jetzt da kein Video. Das ist, fang jetzt um mit Treten und hört wahrscheinlich in 3 Stunden auf mit Treten. Gut. Stückchen weiter schon wieder. Jetzt sind wir in einem Kritzel da drinnen. Das sieht man da. Recht gut. Hinten die Zillertäuer, in einem kleinen Wolken. Wann der Brenner Grenze kam. Und wir sind drüber Launeiche. Und da fahren rauf, da müssen wir jetzt rauf und da fahren jetzt dann schon sicher. Also nicht mehr zu weit. Es hat sich echt ein bisschen zu hoch und alles. Ja, aber es ist ein wunderschönes Panorama, ist ein Traum. Ein bisschen wie die Dolomiten. Wetter wäre es besser. Mhm. Träumt sich oben ein bisschen an Nebel aus, dann haben wir ganz eine gute Sicht. Jetzt sind wir schon in der Tragepassage. Ja, mit Schnee. Schon. Der ist noch nicht weg, aber wie es ausschaut, braucht man keine Gamaschen. Wirklich cooles Panorama da. Es wächst wieder technisch, aber besser und besser, wenn nur langsam, aber dicht. So, jetzt sind wir noch am Grad herum. Zum Jech rum. Und geht eigentlich eh ganz gut zum Gehen. Kaum mehr als Schnee. Ja. Weil der Boden halt auch nicht gefahren war. Gell. Und umso besser. Jetzt ein bisschen zu viel Ausrüstung wieder, aber sicher ist sicher. Stimmt. Ja. Ja, weil es ist ja so ein bisschen wegkommen. Ja, ja. Bald zu Hause ist es echt warm. So, auch weil man oft so Passagen hat, ich muss echt sagen, ich habe mir nie die Frage gestellt, warum. Ja, nie warum. Warum ich das tue und warum ich jetzt da bin, sondern ich habe eigentlich immer irgendwie gesagt, entweder habe ich es angeflucht. Das ist ja scheiße, aber warum? Von dem her, glaube ich, braucht man das ein bisschen. Obwohl wir es jetzt auch bald gleich, bald wir oben sind, wir wollten ursprünglich von Wörgl auf verradeln, auf Innsbruck, dann auf Starnach am Brenner und die Tour machen. Jetzt, Huckerberg, ich hab's schon wieder. Jetzt gerade bin ich froh, dass wir es nicht tun haben. Auf das ist die Wiki ganz klar. Nein, es hat sich echt so. Hm? Jetzt zieht sie immer noch. Es zieht sie wahrscheinlich immer noch, weil wir ewig weit rauf haben. Gefühlt. Aber es ist voll cool herum. Und der Schnee und die Wolkenstimmung macht es auch gerade ein bisschen aus. Gell? Natürlich. Ja. Und es ist komplett menschenleer da rum. Also wir haben einen Wanderer getroffen. Einen. Einen, ja. Und das auf der ganzen Tour bis jetzt. Also von dem her. Darf man sich nicht beklagen. Schaut einmal aus, also wir schon langsam oben waren. Schaut sie so. Aber es ist relativ weit nach oben schon. Knapp 2,6 ist es echt. Ausblick ist wirklich, wirklich toll. Und die Fernsicht da ist hat richtig gut ausgeblasen. Voll gut, echt? Ja. Und klar, die Berg hängt es. Mit dem muss man leben. Wir müssen jetzt noch ein Stückchen zum Fichi gehen. Murmeltier pfeifen, die feiern ins View. Da sieht man dann schon. Ach gut, ich werde jetzt da raufgehen ein paar Meter und dann haben wir es geschafft. He? Ja, Bergheil. Bergheil, wow. Schafft endlich. Es war echt lang. Wow.
so wirklich lang. Und wir sind jetzt da oben. Das ist ein Traum. Vor allem da unten ist die Kamera hat. Da unten seht ihr die Tribulanhütten. Da. Da hinten ist das. Sind die sicher fährst du Schatten? Tribulaneiche. Also richtig, richtig gut, ja. Mega Aussicht. Jetzt hat die Sonne echt nur da halt gescheit aufgelassen. Ne? Ja. Also das sind die Sachen, wo ich dann ansteige, was da schon mit Zeug gesichert ist. Und also, wo ich steigen kann, also erst der Vorteil. Auf, komm, komm.
Nicht immer sind die Wege so gefierig bei uns. Wir sind jetzt da angestiegen durch den Kessel da durch. Weil der hat sich unten aufteilt und ich habe gemeint, man kann mit unten durch. Aber es geht ganz gut. Ja, ich bin nicht so groß, deswegen bin ich nicht so groß. Genau. Da gehen wir jetzt noch welche. Da unten wieder da vorne. Da will ich noch einen Eisenspitz. Thank you.
Gut, alles gut. Ja, genau. Ja, war echt cool. Und mega. Habt ihr es gesehen, ein Video, war alles dabei. Ja, cool, war jetzt ein Stück raus. Ja, und ein ewig langer Trail. Also echt von uns alles komplett Anteil. Gibt es einen netten Sonnenuntergang mega noch? Mega. Bleiben wir jetzt einfach auf Rekord. Ja, sehr schön. Solange wir das ja, genau. War ein Krepier, weil es uns schon seit Wochen können wir sehen. Ja. Und wir wollen jetzt noch etwas einkaufen, weil ich einen Hunger habe. Ja. Ja. Richtiger Hunger. Ich könnte schon mehr wie Hunger geben, ich bald gefressen. Genau. Bleibst rum, Daumen nach oben, wenn es gefallen hat, das Ganze. Genau. Und mehr gibt es ja nicht. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao.